Hallo ihr Lieben da draußen, heute möchten wir euch mal zeigen, wie ihr euch solche Objekte mit Blättern gestalten könnt. Wir zeigen es euch einfach mal, geht ganz schnell. Schaut ein paar Minuten zu, viel Spaß. Um jetzt solche schönen Muster im Herz oder in Trittplatten oder in Schüsseln, Schalen zu bekommen, könnt ihr irgendwelche Farne, große Blätter oder was auch immer ihr im Garten habt, verwenden. Diese Blätter habe ich mir jetzt hier so ein bisschen zugeschnitten, geknipst und habe die mir hier mit reingelegt. Und dann kommt einfach die Betonmischung oben drauf. Und dann macht ihr vorsichtig eure Betonmischung da oben drüber. Und die Blätter, das ist dann wie bei dem Rhabarberblatt, das zeichnet sich dann eben im Untergrund ab. Und dann habt ihr so ein schönes Muster eben im Beton. Jetzt darfst du aber nicht rütteln. Ja, sonst sind die Blätter unter dem Beton oder im Beton. Naja, vorsichtig drauf. Nee, mit dem Pinsel glatt machen. Nee, fertig. Ja, vorsichtig drauf füllen und stehen lassen dann. Nach ein paar Stunden ist dieser Grundfixzement angerührt mit Sand oder Kies dann auch schon fest. Und dann könnt ihr das aus der Form nehmen. Und dann seht ihr hier im Hintergrund oder hier unten dann eben praktisch die Blätter, die ihr verarbeitet habt. Ich habe ja jetzt den Farn genommen und den muss man sich dann jetzt eben hier wieder rausnehmen. Und wenn er jetzt nicht gleich rausgeht, die Blätter verwittern ja wieder und dann hat man trotzdem das Muster von dem Farn praktisch hier mit drin. Ich nehme mir das jetzt hier erstmal raus mit dem Messer. Also die Blätter müsst ihr wirklich vorsichtig jetzt dann hier rausnehmen. Die Wirkung ist natürlich viel besser, wenn ihr ein größeres Blatt habt, aber ich habe eben kein Rhabarber oder sowas. Aber die Machart ist eben die gleiche. Und dann habt ihr so einen Abdruck praktisch im Beton drin, ob er jetzt eine Schüssel macht oder so ein Herz macht. Das ist ja dann auch alles egal. Aber so seht ihr eben, wie das funktioniert. Wenn ihr aus eurem gegossenen Teil, wie bei mir jetzt hier das Herz zum Beispiel, die ganzen Blätter raus habt, dann könnt ihr die Blattstrukturen noch ein bisschen hervorheben, indem ihr patiniert oder eben ein bisschen mit Farbe bearbeitet. Also ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Ihr müsst dann natürlich erstmal den ganzen Staub oder lose Teilchen noch ein bisschen entfernen hier von dem Objekt und dann könnt ihr mit Patinieren beginnen. Weil mich viele immer fragen, was für Farben ich benutze. Ich benutze für Betonarbeiten oder auch für Textilien oder alles andere, was ich bastel. Ich habe also solche Deka-Farben, die gibt es für Textilien und für eben alles andere auch. Und eben für Beton sind diese Deka Color Matt super geeignet. Die müsst ihr vor dem Benutzen einmal aufrühren und dann könnt ihr diese Farben auf euren Betonsachen benutzen, ohne vorher zu grundieren, ohne da irgendwelchen großen Heckmecks zu machen. Ihr könnt jetzt partiell, also stellenweise bemalen, ihr könnt das ganze Teil bemalen, ihr könnt damit patinieren oder und da braucht auch später kein Klarlack drauf. Das hält, ich habe das bestimmt seit 2 Jahren bei mir im Garten stehen, die Sachen, die ich gemacht habe, und die halten, also da passiert nichts mit. Also die Farbe ein bisschen aufrühren und dann in dem Ton mischen, also in der Stärke mischen, wie ihr sie haben wollt. Zum Patinieren brauche ich jetzt ein bisschen was Flüssiges, also mache ich mir die Farbe ein bisschen flüssiger. Obwohl auf der Packung draufsteht, nicht zu doll mit Wasser verdünnen, nur 5%, aber Leute, das hält. Ich habe es ausprobiert, das hält. Also ich habe mir jetzt hier eine wässrige Lösung angerührt von Farbe, weil beim Patinieren braucht man halt nicht so doll. Und dann fängt man da an, wo die tiefer sitzenden Stellen sind, damit es da schön eindringen kann überall. Und ich will jetzt meine Blätter richtig rausholen, damit man das richtig schön sieht. Also richtig schön in die tiefer sitzenden Stellen rein. Und dann wird es einfach nur wieder abgewaschen und das Patinieren, ganz einfach. Und
Und dann wird gleich danach, wenn ihr alles eingestrichen habt, wird gleich danach mit einem Schwämmchen mit Wasser das wieder abgewischt. Also ihr verteilt dann jetzt den Rest der Farbe auf dem gesamten Objekt praktisch, aber dabei gleichzeitig auch abwaschen, dass nur leichte Stellen hier oben bleiben, aber eben in den tiefer gelegenen Stellen eben mehr Farbe drin bleibt. Und so patiniert man halt. Das Wischen mit dem Schwämmchen verteilt jetzt natürlich die Farbe noch überall. Und dann gehe ich einfach noch mit einem Küchentuch lang und sauge die Farbe auf, die jetzt nicht so drauf bleiben sollte. Perfekt. Das sieht gut aus. So, und je länger ihr jetzt wieder abwascht, desto mehr Farbe kommt vom Rest des Objektes eben wieder runter, aber in den Ritzen, in den tiefer gelegenen Stellen, bleibt da eben mehr drin. Und das ist ja das, was wir haben wollen beim Patinieren. Die Farbe soll da drin bleiben, damit das Muster eben richtig schön rauskommt. Und oben soll die Farbe, ja, so gut wie es geht, wieder weg. So, und dann habt ihr euer Teil auch schon fertig. Also. Das sieht aus wie Fossilien. Hm. Als wenn du irgendwo ausgebuddelt hast. Hm. Aus dem Schieferwerk. Aber nicht schlecht. Und wenn ihr da jetzt lange genug gewischt habt, so wie ihr euch das vorstellt, da gibt es keine Vorschriften, es muss jetzt so dunkel oder so hell sein, ihr macht es so, wie ihr das haben möchtet, dann habt ihr euer Objekt auch schon fertig. Also da ist nicht viel Zauberei dabei, das geht ganz einfach. Man muss halt nur mal sehen, wie es gemacht wird und dann ist es ganz einfach. So kann das Ganze dann also aussehen, wenn ihr patiniert habt. Also die Farbe sucht ihr ja selber aus. Mit eurer Acrylfarbe ist das ja, die ich genommen habe. Sucht ihr eben selber aus, welchen Farbton ihr haben möchtet. Und ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Die Blätter kommen jetzt richtig schön zur Geltung. Und ganz einfach. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir wünschen euch viel Spaß damit und wir sehen uns.